Deine Eminenz? Hier gibt es ja mehr Könige als in Sparta. Da bist du ja. Ich fühle mich geehrt, dass die Dikastes meine demütige Einladung annimmt. Ah, du bist Atlas, nehme ich an. In der Tat. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Du hast sicher viel zu tun. Die Bürde, die dir mein Vater auferlegt hat, ist keine leichte. Dein Bote sagte, es wäre dringend? In der Tat. Das ist es. Nun, hier bin ich. Es geht um meine Brüder, die Archonten. Sie haben Probleme mit den Menschen, über die sie herrschen. Die Spannungen zwischen Iso und Menschen wachsen. Ohne ordnende Hand wird es immer schlimmer werden. Ich werde versuchen, meine Position zu nutzen, um zu helfen. Finde Gardiros, Ampheres und Asais. Ich hoffe, dass sie durch dein strahlendes Beispiel etwas lernen, was sie dringend benötigen. Disziplin. Und dass der Friede zwischen Menschen und Iso gesichert wird, wenn ich ihnen helfe. So lautet der Plan. Poseidon hätte wissen müssen, dass sie der Verantwortung eines Archons nicht gewachsen sind. Sein Fehler. Erzähl mir von Gardiros. Du findest ihn sicher in der Nähe der Arena, wo er sein nächstes atemberaubendes Spektakel plant. Was sollte ich über Ampheres wissen? Vermutlich terrorisiert er Menschen in der Nähe des befestigten Doma von Autochthon. Pass auf, dass du dich nicht anschleichst. Er ist schreckhaft. Was ist mit Asais? Wie ist er? Du findest Asais dort, wo immer es humanitäre Arbeit zu erledigen gibt. Ich hörte, es gab einen Zwischenfall beim Doma von Ampheres. Wo ich herkomme, gibt es auch Archonten. Erfüllen sie dieselben Aufgaben? Sie beaufsichtigen und herrschen über die Bewohner von Atlantis und sorgen dafür, dass alle zufrieden und friedlich leben. Leider scheitern sie daran. Zwischen den beiden Völkern scheint es immer Unruhen zu geben. In der Unterwelt und im Elysion war es genauso. Mit der Zeit nehmen die Spannungen zu. Ich nahm an, mein Vater würde sich darum kümmern, aber es wird immer schlimmer in Atlantis. Niemand will sehen, was passieren könnte, wenn wir keine Vorkehrungen treffen. Ich finde die Archonten und sorge dafür, dass ihre Probleme gelöst werden. Hm?
Jere! Fertig? Dann auf Wiedersehen. Wir verkaufen nur die besten Waren. Bis zum nächsten Mal.
Ist für die Jagd gemacht. Huh?
ist das? Eine Botschaft?
ein Archon? Das ist es. Dass mich niemand bemerkt. Das in dem Behälter. Mein Körper kribbelt wie verrückt. Muss es noch mehr geben?
Dieses Metall ist schwer. Und hier ist eine Notiz. Die Schmiede von Atlantis. Damit lassen sich Waffen herstellen. Ich muss diesen Ort finden. Thank you.
der Gegend muss ich besonders vorsichtig sein. Was habe ich übersehen? Was muss ich tun? Azais, du hast alle Hände voll zu tun. Die Castes, welch willkommener Anblick. Davon gab es in letzter Zeit nicht viele. So viele Kranke. Ich bin überrascht, dass sich etwas in einem so fortschrittlichen Ort ausbreitet. Es ist erschreckend. Nichts, was ich versucht habe, heilt die Kranken oder stoppt den Erreger. Ich habe schon so viele verloren. Keine Sorge. Wir werden diese Krankheit aufhalten. Sag mir, was du brauchst. Nun ja, es gab ein Instrument, an dem ein Wissenschaftler namens Consus gearbeitet hat. Es sollte dabei helfen, Verletzungen schnell zu heilen und Krankheiten auszurotten. Sollte? Das Gerät ist verschwunden. Wissenschaftler haben versucht, es auf Basis der Pläne nachzubauen, aber es befindet sich noch in der Testphase. Und es wurde noch nicht an Menschen ausprobiert. Es funktioniert vielleicht nicht. Das ist nicht das größte Problem. Poseidon verbietet den Einsatz unserer Werkzeuge für Menschen. Wenn wir nicht schnell handeln, wird sich der Erreger über ganz Atlantis ausbreiten. Wenn du glaubst, dieses Instrument könnte den Kranken helfen, sollst du es bekommen.
Die Weisheit der Isu, das Mitgefühl eines Menschen. Du warst die richtige Wahl als Dikastes. Du findest das Instrument in einem der Isu-Labore im Konsus-Archiv. Das Instrument, das Azais will, ist da drin. Vorsichtig. Niemand darf mich sehen. So etwas habe ich noch nie gesehen. Dieses leuchtende Stück Stoff die Kranken heilen. Hoffentlich hat Azais recht. Ich habe das leuchtende Tuch, das du wolltest. Eigentlich ist es ein Nanotech-Materienregenerator, aber du hast ihn. Unglaublich. Also, dann sehen wir mal, was das Ding kann. Was hast du nur getan? Ich dachte, ich hätte ihn richtig eingestellt. Was habe ich getan? Ich habe ihn getötet. Er funktioniert nicht. Und du hast mit deinem Diebstahl gegen Poseidons Gesetz verstoßen. Was machen wir jetzt? Dieses Ding ist gefährlich. Vielleicht hat Poseidon es aus gutem Grund verboten. Wir sollten es nicht mehr einsetzen. Ich hatte so große Hoffnungen. Aber du hast recht. Das Gerät ist noch nicht bereit für den Einsatz. Ich habe das Leiden nur noch vergrößert.
Manches lässt sich nicht mit Instrumenten oder Verstand bekämpfen. Es gibt Probleme, die selbst Isu nicht lösen können. Dann kann ich dieses Instrument wohl nur ins Labor zurückbringen und den Kranken bis zu ihrem Lebensende Trost spenden.